Was steht an? Christoph, Schlüssel, Mode. Die Familie Gruft, die stand an. Dann machen wir die jetzt als nächstes. Eine weitere Kennzeichen-Quest. Jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Da geht's raus. Ja, wir sind wieder nur kurz und Großgüter. Bleiben wir jetzt draußen. Dann halt nicht in die Küche. Die Bugs. Nur kurz. Dann sieht mal jemand den. Den Ungeziefervernichter und Kammerjäger reinschicken. Wir will mit zum Käfern. Die Monde haben abgegeben bei dem Herrn Hausmeister. So. Dann mal auf zur Familiengruft. Der hat ja schon Safe Point vor der Tür eingerichtet. Wollen wir mal. Manchmal ist dieses Spiel unglaublich. Wenn du soweit bist. Na, das war mal wieder klar. Mal raus hier aus der 2 FPS Party. In der Wildnis tut sich am meisten besser. Da wird es dann doch in Erfahrungsgemäß ein bisschen weniger. Eigentlich schade. Da Hogwarts doch eigentlich das Spannendste ist. Am Hogwarts Legacy. Ich habe schon alles probiert, was irgendwie ging. Grafiktechnisch. Ich habe schon Einstellungen gemacht. Sind bestimmt schon 2 Stunden darauf gegangen insgesamt. Was ich schon in Grafikeinstellungen gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie damit leben. Und es läuft irgendwie die meiste Zeit läuft es ja irgendwie.
Ich weiß doch auch nicht. Ich kann mich nur. Kann mich nur entschuldigen. Wenn ihr es euch nicht geben könnt, verstehe ich das komplett. Dann habt ihr wahrscheinlich schon längst abgeschaltet. Meine letzten paar Parts. Die letzten 25 Parts. Schon zu anstrengend waren. Also wenn ich hier noch zuschaue, dann habt ihr noch. Dann habt ihr schon mit mir gelitten. Wir machen das Beste draus. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Ein Familiengrab vielleicht. Dale Familienkunft. Okay, Marmaduke. Der Name kam mir schon bekannt vor. Meine Füße sind nicht zu Rüben geworden. Guter Anfang. Woher kennt ihr den Namen Marmaduke? Den kenne ich doch von außerhalb von Hogwarts Legacy. Vielleicht müssen wir hier mal Bombarda einsetzen. Bombarda! Klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Lumos. Oh je. Steil. Ein Troll? Das darf nicht wahr sein. Natürlich. Ach so. Ein Ufertroll. Momentum bringt hier nicht viel. Voll Lannibal hier. Hau schon ab. Na sag doch mal. Weg hier. Größe bringt ja aber nicht viel. Protego bringt ja aber auch sehr viel. Und zurück mit dir. Thank you.
Erfahrungspunkte will ich dann schon sammeln. Und zurück. Trolle sind immer so eine Sache. Oh je. Bah, Trollpuppe. Die Kämpfe sind immer besonders zäh. Das müsste doch schon das Grab sein, oder? Täusche ich mich da? Ein Sarkophag. Das muss Marmaduke sein. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Abzug zu Samantha. Ja, gute Nachrichten. Eine Flora Fedora. Diktamblätter. Nehme ich gerne mit. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach, da oben lang. Oh je. Auch nicht spinnen. Nicht schon wieder spinnen. Muss das sein? Okay, Incendio tut's. Doch. Bombarde geht aber ein bisschen schneller. Mhm, eine ganze Schuluniform. Update. Da gucken wir gleich mal nach, wenn wir hier raus sind. Dass wir die Stats mal übernehmen können. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Oh, Knurrmuff. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf. So, ich wollte mal. Keine Whisquick. Hüte betrachten. Das ist der hier schon besser. Aussehen verändern. Ich will meinen schwarzen Spitzhut wieder. Nein, das können wir mal verkaufen. Der soll besser sein. Jo, deutlich besser. Wie geht's? Da will ich mein schwarzes Dress wieder. So muss das. So, dann sind wir bestens ausgestattet. Auf geht's zurück nach Hogwarts. Jetzt Knuddelmuffs. Für den hat der eine, wie hieß der nochmal? Den habe ich gleich vergessen. Den, den wir die Venomosa Tentacula besorgt haben. Die riesige. Den hat der eine Schüler Angst.
Die tut mir immer noch irgendwie leid. Das ist der arme, naive, dumme Typ, der da denkt, bei den Schülern irgendwie einen Druck zu bekommen, bei den Mitschülern einen Druck zu sammeln, wenn er mit einer Pflanze angibt, die er nicht selbst gesammelt hat. Diese arme Wicht. Lass mal ein paar Ballons platzen lassen. So, und zurück nach Hogwarts. Vielleicht können wir noch ein paar Ballons platzen lassen. Oder nicht. Und dann auf nach Hogwarts. Treibt Samantha denn rum? In welchem Teil des Schlosses? Und wo müssen wir sie suchen? Ach stimmt, hier im Gewächshaus. Können wir hier mal wieder landen. Das letzte Mal sind wir tierisch unter der Map durchgebackt, als wir gelandet sind. Da geht's lang. Immer schön auf dem Pfad bleiben. Oh, ich mag diese Bücher, die denen über den Kopf schweben. Da laufen einige Schüler mit rum. Scheint ein bekannter Zauberspruch zu sein. Ah, wir kommen wieder nach Hogwarts. Es fackelt wieder alles. Okay, die tun nix. Hier ist das Gewächshaus. Da unten ist er. Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht. Genauso wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Das ist großartig. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Ach ja, den Troll, den haben wir schon. Nur ein armseliger alter Troll, nichts Besonderes. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das war er wirklich. Ich sollte wohl gehen.
Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Das ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Wir können das St. Mungos bitte nochmal für deine Hilfe besuchen. Oh. Das war echt eine tolle Sache. Totem? Okay. Für mein Totem. Das bringt jetzt genau was. Ich habe einen neuen Troll. Ach, das können wir an der Wand hängen. Raum der Wünsche. Lohnt sich vielleicht mal wieder in den Raum der Wünsche zu gehen. Im Moment sind wir nämlich ziemlich frei von Sidequests. Da müssten wir noch in Hogsmeade und in Hogwarts und anderen Orten rumlaufen, um die zu sammeln. Und genau das für die gilt für die Schlüssel. Tja, ansonsten. Neue Quests werden erwartungsgemäß nach Hauptquests. Nachdem ich eine Hauptquest abgeschlossen habe, kommen dann aber 5 neue Beziehungsquests und Zeitquests. Dann gucken wir mal, vielleicht gehen wir mal in den Raum der Wünsche. Kann nicht schaden. Der Astronomieturm, der war. Welcher war das? Wird behaupten, der dort? Einmal auf die Map geguckt. Ne, das Turm ist dort drüben. Dann mache ich mal gerade eine Schnellreise. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Tierwesen im Gepäck, die wir rauslassen könnten. Mal eben einen Trank brauen. Wofür auch immer wir Flussgras brauchen. Ein paar Diptanten, die könnten nicht schaden. Wir haben noch Tierwesen im Gepäck. So, ihr bekommt Nachwuchs. Ich habe ein paar Niffler dabei. Eine Kröte ist auch dabei. Was ist eine Knuffelnuff?
Niffler. Aha. Atembezogene Grenze erreicht, ist ja. Das heißt, das Gehege ist gleich voll. Wir könnten noch ein paar Niffler fangen. Wir könnten auch hier rein. Und ein bisschen Spielzeug für die Niffler. Auch süß. Die spielen gerne mit dem goldenen Ball. Wird erstmal wieder gestreichelt. Ach, das Kleine. Das Kleine habe ich gesagt. Mondkleber pflegen. Und füttern. Und füttern. Und auch du. Satt und zufrieden, satt und zufrieden, satt und zufrieden. Fantastisch. Ein Jabberknoll. Es ist komisch, dass die dasselbe zu essen kriegen. So, wo ist mein anderer Jabberknoll? Einmal Pflege für dich. Oh nein. Du wirst den Jabberknoll nicht angreifen. Komm her, ich habe Essen für dich. So, Zeit für die Niffler-Fütterung. Niffler. Nifflerfell. So, Wollknödel mal ein bisschen boosten. Da haben wir schon drei davon. Ach, wie süß. Noch jemand Hunger, das darf doch nicht sein. Nicht du. Du kriegst.
Jetzt mal genug gespielt, Nippler. Ich denke, ein Puppelgeil für die Schnuffs. Nipplerchen, wo bist du? Hier ist der Nüffler. Ach, wie süß. Er sucht sich im Gras in der Sonne. Gucken wir mal, ob die anderen Tiere hier unterkommen können. Im anderen Gehege. Auch die Kröte haben wir jetzt hier ausgelassen. Die Bürste, die Kröte muss aufgebürstet werden. Ist das ein Zaubertrank oder was? Was gibt's da? Das ist erstmal Pflege für dich. Pflege. Unser tolles Reiztier. Da kommen sie an. Strahle haben auch Hunger. Auch schön. Auch für diesen Testral eine kleine Striche einhält, einen Striegel einhält. Sollen die alle glücklich sein? So, okay. Das wird man nicht. Mal streicheln und einmal füttern. Dann mal Wolkenschwinge mal wieder besucht. Ach schön. Gut, das hätten wir dann auch mal geklappert. Da
Dann schauen wir mal, ob wir hier auf dem Weg nach draußen noch eine Aufgabe finden.